Mal ganz ehrlich, ich lüge nie. Ich sage, welche Visionen und Konzepte ich habe und werde auch nur Koalitionsvereinbarungen unterschreiben, die in diese Richtung gehen. Dass Politik jeden Tag mit ein paar Kompromissen zu tun hat, ist aber auch die Wahrheit, solange nicht einer alleine die Mehrheit hat. Und trotzdem kommt es auf den Kern an. Für mich gilt, nur wenn das Land ökologisch und sozial modernisiert wird, zum Beispiel beim Atomausstieg bleiben, zum Beispiel Jobs durch erneuerbare Energie schaffen und mehr in Bildung investiert werden, nur dann bilde ich mit anderen eine Regierung.